Also ich bin Petar Cimanovic, bin 43 Jahre alt. Die Krankheitsgeschichte ist bei mir schon ungefähr 18 Jahre alt. Ich habe so einen Tumor, nicht bösartig, aber der kommt immer wieder. Und den habe ich jetzt ungefähr so 3, 4 Mal operiert. Und weil ich den nicht mehr ganz loswerde, bin ich halt hierher gekommen. Ich bin von der klassischen Medizin gekommen. Das war eigentlich symptombekämpferisch. Das heißt, man hat ein Problem, man geht das an, operiert das. Und das war's dann. Durch das, dass mir diese Tumore immer wieder zurückgekommen sind, mussten wir einen neuen Ansatz erfinden. Das ging nicht, also habe ich mich entschieden, obwohl ich ja aus einer sehr klassischen Weltsicht komme, habe ich mich entschieden, hey, wir müssen das gesamtheitlich anschauen. Das ist eigentlich der Entscheid, wo ich dann gemerkt habe, wir müssen das einfach ganz, ganz anders angehen. Und haben mir zum Glück Freunde geholfen, haben gesagt, ich soll doch mal hierher kommen und mir das mal anschauen. Also mein Kontakt war mit Herrn Dr. Rupp. Ich kam auf eine Konsultation. Er hat sich einfach mir angenommen und dann am Schluss angeschaut, was hat er eigentlich vor sich. In der zweiten Phase nahm er dann gleich Blutwerte. Dann sah er auch ganz genau, wo sind die Probleme, wo sind welche und welche muss man angehen. Eine Ernährungsberaterin hat sich das von einer Seite angeschaut. Dann wurde am Schluss von der anderen Seite kam schon auch ein bisschen so eine Anschauung, wie sieht es bei mir psychisch aus? Wo sind da die Probleme? Dann eigentlich ganz klar, welche Organe sind nicht fit, welche muss man unterstützen, mit welchen Supplementen, Zugaben und ähnlichen Sachen. Was fehlt bei mir generell, wie zum Beispiel ganz was Banales, Bewegung fehlte bei mir total. Und dann kam plötzlich ganz ein dichtes Paket auf mich zu. Auf das habe ich, weil ich dachte am Anfang so, das ist eigentlich nur mit der Ernährung, kommt man nicht viel weiter. Und da kam dieses Paket zusammengestellt, wo wir mal so wie 10 Tage lang wirklich also zuerst mal den Körper unterstützen mit dem Immunsystem aufbauen durch die Ernährung und dann wirklich diesen Angriff als zweite Komponente, wo man sagt, okay, man greift diesen Tumor an. Das war eigentlich das Ding, das ich ja die ganze Zeit haben wollte, was aber in der Anfangsphase zu früh war. Und man hat dann auch schnell dann auch angeschaut, wie entwickeln sich die Sachen. Also es ist nicht ungefähr, wir probieren alles aus. Und dann wissen wir nicht, was los ist und glauben dran, sondern Blutwerte wurden immer abgenommen, abgecheckt, ob was sich verändert. Und gleichzeitig wurden die Tumore auf ihre Größe überprüft. Das ist dann am Schluss so ein Anhaltspunkt, wo man plötzlich merkt, wow, diese Tumörchen, die sind am Schrumpfen. Und das ist dann so ein Moment, wo man sagt, wow, wir sind auf dem richtigen Weg. Und das war eigentlich so, das ist so eigentlich eine Erfahrung, wo ich dachte, wow, ich bin eigentlich hier richtig. Das ist eigentlich gut. Die Leute sind sehr, sehr nett. Das ist auf eine Art, die erinnern sich an einen. Man wird begrüßt. Also ich freue mich jetzt wirklich, die ganze Truppe zu sehen. Es ist auf eine Art, es ist sehr persönlich. Und es ist auf eine Art, man wird sehr ernst genommen. Die Leute sind auch sehr spannend auch zu sprechen. Also man lernt Sachen, sich zu lieben. Man lernt ein bisschen, sich zu glauben. Man lernt, mit sich tolerant zu sein. Man lernt Geduld. Man lernt, blöd gesagt, auch wieder ein bisschen Essen zu genießen, mit dem Schlaf zusammenzukommen. Es ist wirklich auf eine Art etwas, das rumherum etwas aufbaut. Und das stärkt einen. Und das ist wirklich etwas Lernreiches. Und das kann ich jedem empfehlen. Egal, was er hat. Deshalb empfehle ich es auch sehr, weil es auch menschlich was ist. Also nicht nur von der Ebene, wo ich denke, wow, das nützt etwas, wo die einen wirklich aufräumen, wo ich auch wirklich sagen muss, mir geht es viel besser. Also ich habe jetzt viel, viel mehr Power, mehr Energie. Mein Schlafrhythmus ist besser. Also es klingt jetzt wirklich seltsam. Mein Schlafrhythmus ist besser, meine Ernährungsart ist besser, ich kann besser arbeiten. Also das mit dem Tumor ist eine längere Geschichte. Da muss man ein bisschen Geduld haben. Aber man muss einfach sagen, die Behandlung hier ist eine Rundum-Sanierung. Und das kann ich eigentlich, ich empfehle es auch meiner Familie und allen vorbeizukommen. Egal, was man hat.